nächsten Morgen. Hotelzimmer ist eine super, super Sache. Auch sonst ist es eigentlich mehr wie erwartet. Das Wetter ist krass. Es ist jetzt irgendwie 2 Uhr Nachmittag und es ist locker 40 Grad. Und es ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, der 23.09. oder so. Cool hier, Fitnesscenter, Kraftraum, Squash Court. Jetzt mal lang, das kommt ja. Und ich schreibe es schon mal. Ist wirklich heiß. Heiß. Nochmal stocktief. Die Rezeption ist ein wenig wie in der Karibik, nicht ganz so grün, aber sonst sehr, sehr ähnlich. Das All-Inclusive-Angebot ist ein bisschen, naja, gewisse Sachen muss man trotzdem zahlen. Das ist eine komplizierte Geschichte, aber sonst ist es super. Die ganze Familie. Wo was ist. Ist das noch ein Ding? Thank you.
Typisch Touristen. So, letzte Tag. Chaotische Ferien sind das gesehen. Zimmerwechsel, Ohrenentzündung, Spitalaufenthalt, Stromausfall, kein warmes Wasser, Kindergeschrei, Telefonterror. Das sind wir alles. So. Richtig. So. Ich bin wieder mal hier angekommen, optimal. Coole Sache. Das Meer ist einfach lässiger. Man kann tauchen, schnorcheln, schwimmen, kitesurfen, segeln, paragliden, alles möglich. Essen, naja. Rescue Boat. Das fehlt noch, oder? Eine Rettungsaktion mit einem Rescue Boat. Die Strömung und der Wind zieht wahnsinnig, oder? Also wenn du aufs Wasser gehst, wenn du tauchen brüllen, da trifft die Schaft in wenigen Sekunden, bist du x Meter versetzt, bist wirklich verrückt. Das ist lässig, oder? Ah, und wir können ins Wasser hocken. Ehrlich, wie in der Badewanne. Ah. In der Badwanne daheim nur ein bisschen wärmer. Das ist das Shuttlebad. Coole Sache. Fahrt nach Marina. Und zu allen Hotels, die direkt am Strand liegen, ist es wirklich lässig. So, aufstehen ohne. Ohne Nachtschwelle! Wenn ich denke, vor 2 Minuten hätte ich können sterben können. Jetzt ist es super. Ich kann es immer noch nicht überstörchen.